Vor einem dichten Wald wohnte ein armer Holzhacker mit seiner Frau und seinen beiden Kindern Hänsel und Gretel. Er hatte wenig zu beißen und zu brechen. Mit seiner Arbeit konnte er gerade seine Familie ernähren, bis eines Tages eine große Teuerung ins Land zog und er nicht mehr wusste, woher er das tägliche Brot nehmen sollte. Als er nachts vor Sorge im Bett nicht einschlafen konnte, besprach er mit seiner Frau, einen Ausweg aus der Not zu finden. Was soll aus uns werden, Frau? Wie sollen wir unsere armen Kinder ernähren, da wir doch selbst nichts mehr haben? Weißt du was, Mann? Wir wollen sie morgen früh hinaus in den Wald führen, da wo er am dichtesten ist. Wir machen ihnen ein Feuer, geben jedem noch ein Stück Brot und dann gehen wir an unsere Arbeit und lassen sie allein. Sie finden den Weg nicht nach Hause und wir sind sie los. Nein, Frau, wie könnte ich es übers Herz bringen, meine Kinder allein im Wald zurückzulassen? Die wilden Tiere würden bald kommen und sie zerreißen. Du Narr, dann müssen wir alle vier vor Hunger sterben. Die Frau ließ ihm keine Ruhe, bis er einwilligte. Aber die armen Kinder tun mir doch leid. Von deinem Mitleid wird man nicht satt. Hänsel und Gretel hatten vor Hunger nicht einschlafen können und hatten gehört, was die Stiefmutter zum Vater sagte. Weine nicht, Gretel, aber wie sollen wir denn wieder aus diesem finsteren Wald herausfinden? Gräme dich nicht, Gretel, überlass das nur mir. Gott wird uns nicht verlassen. Als die Eltern eingeschlafen waren, stand Hänsel leise auf, zog sich sein Röcklein an und ging hinaus. Der Mond schien helle und die Kieselsteine vom Haus glänzten und funkelten. Er steckte so viel in sein Rocktäschlein ein, wie nur hinein wollten. Dann ging er zu Gretel zurück. Gretelchen, sei getrost, schlaf ruhig ein, Gott wird uns nicht verlassen. Und dann legte er sich in sein Bett. Sobald der Tag anbrach, kam schon die Mutter. Steht auf, ihr Faulenzer, wir wollen in den Wald gehen, Holz hauen. Müssen wir mit, Mutter? Da habt ihr jeder ein Stück Brot. Hebt es euch für den Mittag auf, mehr bekommt ihr nicht. Gretel steckte das Brot ein, denn Hänsel hatte die Kieselsteine in seinen Taschen. Dann machten sich alle zusammen auf den Weg in den Wald. Und als sie eine Weile gegangen waren, stand Hänsel still und guckte nach dem Haus zurück. Hänsel, was stehst du? Ach, ich sehe nach meinem weißen Kätzchen, das sitzt auf dem Dach und will mir Ade sagen. Dummkopf! Das ist dein Kätzchen nicht, das ist die Morgensonne, die auf den Schornstein scheint, antwortete die Mutter. Hänsel aber hatte nach und nach einen der blanken Kieselsteine auf den Weg geworfen. Als sie endlich dort waren, wo der Wald am dichtesten ist, sagte der Vater: Kinder, sammelt Holz, ich will euch ein Feuer anmachen, damit ihr nicht friert. Hänsel und Gretel trugen Reisig zusammen, einen kleinen Berg hoch, der ward angezündet. Und als die Flamme recht hoch brannte, sagte die Mutter: Kinder, legt euch ans Feuer und ruht euch aus. Wir gehen in den Wald Holz hauen. Wenn wir fertig sind, kommen wir wieder und holen euch ab. Hänsel und Gretel saßen am Feuer. Und als es Mittag ward, aß jedes sein Stückchen Brot. Und weil sie die Schläge der Holzaxt hörten, glaubten sie ihren Vater in der Nähe. Es war aber nicht die Holzaxt. Es war ein Ast, den er an einen dürren Baum gebunden hatte und den der Wind hin und her schlug. Als sie lange so gesessen hatten, wurden sie müde und schliefen ein. Sie erwachten endlich, als es schon finstere Nacht war. Hänsel, wie finden wir den Weg wieder nach Hause? Warte, bis der Mond aufgeht, dann zeige ich dir den Weg. Aber wie willst du ihn finden? Ich habe Kieselsteine gestreut, die glänzen ganz hell im Mondlicht und zeigen uns die Richtung. Hänsel nahm sein Schwesterlein bei der Hand, und sie gingen den Kieselsteinen nach, die schimmerten wie frisch geschlagene Batzen und zeigten ihnen den Weg nach Hause. Sie gingen die ganze Nacht hindurch und kamen bei anbrechendem Tag zu ihres Vaters Haus. Sie klopften an die Türe, und als die Stiefmutter aufmachte, sah sie, dass ihr Plan misslungen war. Ihr bösen Kinder! Warum habt ihr so lange im Wald geschlafen? Wir haben geglaubt, ihr wollt nicht wieder nach Hause. Der Vater aber freute sich,
denn es war ihm zu Herzen gegangen, dass er die Kinder allein im Wald hat aussetzen lassen. Nicht lange danach war wieder Not in allen Ecken. Die Frau überredete den Vater ein zweites Mal, die Kinder im Wald auszusetzen. Wir haben alles aufgezehrt. Wir haben nur noch einen Laib Brot. Die Kinder müssen fort. Wir wollen sie noch tiefer in den Wald führen, damit sie nicht wieder herausfinden. Dem Vater fiel es schwer aufs Herz und er dachte, es wäre besser, dass du den letzten Bissen mit deinen Kindern teilst. Aber die Frau hörte auf nichts, was der Vater sagte. Sie schalt ihn und machte ihm Vorwürfe. Wer A sagt, muss auch B sagen. Und weil er das erste Mal nachgab, so musste er es auch ein zweites Mal. Hänsel und Gretel waren noch wach gewesen und hatten das Gespräch mit angehört. Als die Eltern eingeschlafen waren, stand Hänsel wieder auf, wollte Kieselsteine auflesen wie das vorige Mal, aber die Frau hatte die Tür verschlossen. Weine nicht, Gretel, Gott wird uns nicht verlassen. Am frühen Morgen wurden die Kinder geweckt, bekamen ein Stück Brot, das noch kleiner war als das vorige Mal. Auf dem Weg in den Wald bröckelte Hänsel es in seiner Tasche und stand oft still. Hänsel, was stehst du? Geh deiner Wege. Och, ich seh nach meinem weißen Täubchen, das sitzt auf dem Dach und will mir Ade sagen. Dummkopf, das ist dein Täubchen nicht, das ist die Morgensonne, die auf den Schornstein scheint, erwiderte die Frau. Hänsel aber hatte nach und nach alle Brotkrümelchen auf den Weg geworfen. Die Frau führte die Kinder noch tiefer in den Wald, wo sie ihr Lebtag noch nicht waren. Da ward ein großes Feuer angezündet. Bleibt da sitzen, Kinder, und ruht euch aus. Wenn ihr müde seid, könnt ihr ein wenig schlafen. Wir gehen in den Wald Holz hauen. Und abends, wenn wir fertig sind, kommen wir wieder und holen euch ab. Als es Mittag ward, teilte Gretel ihr Stückchen Brot mit Hänsel. Dann legten sie sich nieder und schliefen ein. Der Abend verging, aber niemand kam zu den armen Kindern. Mitten in der Nacht wachte Hänsel auf. Gretel, wach auf! Wir müssen nach Hause, der Mond ist schon aufgegangen. Jetzt zeige ich dir die Brotkrümelchen, die ich gestreut habe. Aber ich sehe kein Brotkrümelchen. Na, dann muss der Weg da sein. Auch hier sehe ich kein Brotkrümelchen. Die Vögel müssen sie alle aufgepickt haben. Aber wir finden den Weg schon nach Hause. Aber sie fanden ihn nicht. Sie gingen die ganze Nacht hindurch und den nächsten Tag, von Morgen bis Abend, aber sie kamen aus dem tiefen Wald nicht heraus. Sie waren so hungrig, denn sie hatten nur die Beeren auf der Erde. Gretel war erschöpft und müde und wollte nicht weitergehen. So legten sie sich unter einen Baum und schliefen ein. Nun war es schon der dritte Tag, dass sie ihres Vaters Haus verlassen hatten. Und sie gerieten immer tiefer und tiefer in den Wald. Und wenn nicht bald Hilfe kam, so mussten sie verschmachten. Als es Mittag war, sahen sie ein schneeweißes Vöglein auf einem Ast sitzen. Das sang so schön, dass sie stehen blieben und ihm zuhörten. Hänsel, jetzt fliegt es weiter. Gretel, Hänsel, Gretelchen, schau, schau, es will, dass wir ihm folgen. Komm, Gretel, wer weiß, wo es uns hinführt. Hänsel, da drüben steht ein Häuschen ganz aus Brot gebacken. Und das Dach ist mit Kuchen bedeckt und die Fenster sind aus Zucker. Hierher hat uns das Vöglein hinbringen wollen. Endlich gibt es etwas zu essen. Ich brech mir ein Stück Kuchen vom Dach, sagte Hänsel, und ich ein Stück Zucker vom Fenster. Ich bin neugierig, wer hier wohnt, fragte sich Gretel. Knusper, knusper, Knäuschen. Wer knuspert an meinem Häuschen? Der Wind, der Wind, das himmlische Kind, antworteten beide. Da geht auf einmal eine Türe auf und eine steinalte Frau auf einer Krücke gestützt, kommt herausgeschlichen. Ei, ihr lieben Kinder, wer hat euch hierher gebracht? Kommt nur herein, euch geschieht kein Leid. Die Alte führte die Kinder bei der Hand in ihr Häuschen.
Da ward großartiges Essen aufgedeckt. Milch, Pfannkuchen mit Zucker, Nüssen und Äpfeln. Hernach wurden zwei schöne Bettchen weiß gedeckt. Und als Hänsel und Gretel darin lagen, meinten sie, sie wären im Himmel. Die Alte aber hatte sich nur so freundlich angestellt. Sie war eine böse Hexe, die den Kindern auflauerte und das Brothäuschen bloß gebacken hatte, um die Kinder herbeizulocken. Wenn eins in ihrer Gewalt war, so machte sie es tot, kochte es und aß es, und das war ihr ein Festtag. Hexen haben rote Augen und können nicht weit sehen, aber sie haben eine feine Witterung wie die Tiere, und sie merken's, wenn Menschen herankommen. Die hab ich, die soll mir nicht wieder entwischen, gurrte sie vor sich hin. Frühmorgens, ehe die beiden erwacht waren, stand sie schon auf. Und als sie die beiden so lieblich ruhen sah mit ihren roten, vollen Backen, murmelte sie, das wird ein guter Bissen werden. Dann packte sie Hänsel mit ihrer dürren Hand und trug ihn in einen kleinen Stall und sperrte ihn mit einer Gittertüre ein. Dann ging sie zu Gretel, rüttelte sie wach und rief, »Steh auf, Faulenzerin, trag Wasser und koch deinem Bruder was Gutes, er sitzt draußen im Stall und will fett werden, und wenn er fett ist, dann will ich ihn essen.« Gretel weinte bitterlich, »Hör auf zu heulen, du dumme Gans, koch deinem Bruder lieber was Gutes, damit er rund und fett wird und ich ihn schlachten kann.« Gretel musste tun, was die Hexe ihr befahl. Hänsel bekam das beste Essen gekocht. Jeden Morgen schlich die Alte zum Stall, um nach ihm zu sehen. »Hänsel, steck deinen Finger heraus, damit ich fühle, ob du schon fett bist.« »Du hast wohl trübe Augen, alte Hexe«, sagte Hänsel. »Dein Finger mag noch recht mager sein. Du bist noch nicht reif zum Schlachten.« Hänsel aber hatte ihr nicht seinen Finger, sondern ein Knöchelchen hingehalten. Die Alte hatte so schlechte Augen, dass sie den Betrug nicht merkte. Nach 4 Wochen wurde die Hexe ungeduldig. »Hänsel mag fett oder mager sein, heute will ich ihn schlachten und essen.« Wie jämmerlich weinte das arme Schwesterlein um sein Brüderlein. »Lieber Gott, bitte hilf meinem armen Hänsel.« »Hör auf zu plärren, dumme Gans, steh nicht faul rum. Ich hab den Backofen schon eingeheizt, kriech hinein und sieh nach, ob er heiß genug ist, damit wir deinen Bruder braten.« Wenn Gretel darin war, wollte sie die Türe schließen und Gretel zuvor braten und essen. Gretel aber merkte, was die Alte vorhatte, und stellte sich dumm. »Ich weiß nicht, wie soll ich in diesen Ofen hinein?« »Pass auf, dumme Gans, ich zeig's dir. Die Öffnung ist groß genug, ich könnte selbst hinein. Siehst du, zuerst gehst du mit dem Kopf hinein, so. Und jetzt gebe ich dir einen Stoß, du alte abscheuliche Hexe, damit du den Ofen hineinfliegst.« Da fing sie an zu heulen, ganz abscheulich. Gretel machte schnell die Eisentür zu und schob den Riegel vor. Schrei nur, du alte Gifteule, jetzt befreie ich schnell meinen Bruder aus dem Stall. Gretel lief schnurstracks zu ihrem Bruder und öffnete das Ställchen. »Hänsel, Hänsel, wir sind erlöst! Die Alte ist verbrannt in ihrem eigenen Backofen!« Hänsel sprang wie ein Vogel aus dem Käfig. Wie haben sich die beiden gefreut, sind sich um den Hals gefallen, sind herumgesprungen und haben sich geküsst. Und weil sie sich nicht mehr zu fürchten hatten, gingen sie zum Haus der Hexe. Und da standen in allen Ecken Kasten mit Perlen und Edelsteinen. »Oh, die sind mir lieber als Kieselsteine«, sagte Hänsel und steckte so viel in sein Rocktäschlein ein, wie nur hinein wollten. Und Gretel sagte, »Ich will auch etwas mit nach Hause nehmen« und füllte ihr Schürzlein voll. »Jetzt müssen wir aber fort, damit wir aus diesem finsteren Hexenwald herausfinden.« Als sie einige Stunden gegangen waren, kamen sie zu einem großen Wasser. »Wir können hier nicht rüber. Ich sehe keinen Steg und keine Brücke. Hier fährt auch kein Schiffchen. Aber da drüben schwimmt eine weiße Ente. Wenn ich die bitte, hilft sie uns hinüber. Entlein, Entlein, hier steht Gretel und Hänsel. Kein Steg und keine Brücke. Nimm uns auf deinem weißen Rücken.«
Das Entlein kam heran. Hänsel stieg auf und bat sein Schwesterlein, sich neben ihn zu setzen. »Nein, das ist dem Entlein zu schwer. Es soll uns nacheinander hinüberbringen.« Das tat das gute Tierchen. Und als beide glücklich drüben waren und einige Zeit gegangen waren, kam ihnen der Wald immer bekannter und bekannter vor. Und endlich sahen sie von Weitem auch ihres Vaters Haus. Sie fingen an zu laufen, stürzten in die Stube und fielen ihrem Vater um den Hals. »Vater, Vater, Vater, Vater!« Der Vater aber hatte keine Stunde, in der er glücklich war, seitdem er die Kinder im Wald zurückgelassen hatte. Die Frau aber ward gestorben. Gretel schüttete ihre Schürze aus, so daß die Perlen und Edelsteine in der Stube herumsprangen. Hänsel warf eine Handvoll nach der anderen aus seiner Tasche dazu. So hatten alle Sorgen ein Ende. Und sie lebten noch lange und glücklich miteinander zusammen.